den freien Tag genossen und jetzt mit einem Lächeln in die neue Trainingswoche. Lars Unnerstall nach seinem kleinen Jubiläum. Gegen den VfB Stuttgart absolvierte der 21-Jährige sein 10. Bundesligaspiel. 10 Gegentore bedeuten den viertbesten Schnitt der Liga. 7 Siege, 3-0. Dazu insgesamt 6-mal DFB- und Europapokal. Zufrieden mit der Bilanz? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, besser hätte es für mich nicht laufen können in dieser Saison. Bis 10 Bundesligaspiele und bin weitestgehend auf jeden Fall zufrieden mit dem Spiel. Seit der 28. Minute des 9. Spieltages steht Lars in der Kiste. Das riesengroße doppelte Pech von Ralf Fährmann, Rot- und Kreuzbandriss, ermöglichte dem Jüngsten der Schalker Keeper diese Chance. Und Unnerstall griff zu, auch wenn es ungünstiger nicht hätte beginnen können. Der erste Schuss gleich drin, der erste Einsatz bei einer Heimniederlage. Aber der Junge aus Ebenbüren überraschte mit einer großen Coolness und hielt bis auf einen kleinen Wackler im Pokal in Gladbach sehr stabil. Nur im Jubiläumsspiel, da war er sauer über das späte, unnötige Gegentor. Ja, solange das Spiel läuft und auch noch nach dem Spiel diskutiert man drüber. Man hat natürlich einen Hals, man ärgert sich, dass man da noch einen reingekriegt hat, so dumm. Und dann aber nachher, wenn man dann zu den Fans geht und mit den Fans den Sieg feiert, vergisst man das so langsam. Man ärgert sich zwar zu Hause trotzdem noch, aber hakt es dann doch, da man gewonnen hat, schnell ab. Aber wer weiß am Ende, ob es nicht auch um die Tordifferenz gehen könnte. Da sollte schnell der nächste Entwicklungsschritt her. Klar, ich denke, wir haben auf jeden Fall eine junge Mannschaft und klar, wenn es 3-0 steht, sind 5 Minuten vor Schluss, sind alle schon, denken alle, das Spiel ist gelaufen. Dann schleichen sich halt mal die Konzentrationsfehler ein, aber das müssen wir halt noch lernen. Das werden wir auch lernen und dann wird uns sowas nicht mehr passieren. Dann müsste er sich nicht mehr ärgern und könnte für die nächsten 10 weiter das Jubeln üben.